Sechs typische Fehler beim Kraulen, das ist das Thema meines heutigen Videos und ich würde euch gerne mal typische Fehler vorstellen, die ich in meiner Praxis als Schwimm- und Triathlon-Coach regelmäßig bei Athleten zu sehen bekomme. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, ich euch also die typischen Fehler präsentiere, eine kurze, möchte ich ein bisschen ausholen. Die Videos, oder nicht die Videos, sondern die Fotos oder die Fehler, die ihr sehen werdet, stammen aus verschiedenen Videoanalysen mit Athleten. Das ist etwas, was ich regelmäßig anbiete in meinen Triathlon-Camps, in meinen Schwimmcamps. Und das hilft immens, einfach mal die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung miteinander abzugleichen. Häufig ist es so, das ist eine Beobachtung, die ich als Trainer mache, aber auch als Athlet selber kenne, dass der Trainer sagt, pass mal auf, das machst du nicht gut, da ist ein kleiner Fehler drin, mach mal anders. Ne? Stell den Arm mal an oder führ den Arm mal unter Wasser anders oder über Wasser zurück oder was auch immer ihr für Anweisungen bekommt. Oft ist dann so, dass man im Kopf sich denkt, was will der eigentlich von mir? Ich mache das doch schon. Und erst wenn man dann auf dem Video sieht, wie es tatsächlich aussieht, ist man in der Lage, hier oben dieses Bewegungsmuster zu erkennen, aufzubrechen und dann ein neues Bewegungsmuster zu erlernen, um eben diesen Fehler abzustellen. Also an der Stelle auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst mal eine Videoanalyse von euch machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um einfach mal zu schauen, wie das bei euch aussieht. Wenn ihr jetzt keine Möglichkeit habt, bei einem Trainer das machen zu lassen, reicht vielleicht auch erstmal von einem Freund euch aufnehmen zu lassen und euch selber das Video anzuschauen und zu vergleichen, wie sieht das denn bei YouTube bei einem guten Schwimmer aus und was an meiner Technik ist vielleicht noch nicht so ideal. Okay, also kommen wir zu den typischen Fehlern. Also sechs Stück habe ich zusammengetragen aus verschiedenen Analysen. Und dafür habe ich euch eine kleine Präsentation vorbereitet. Die will ich einmal aufrufen. Also hier ist eine kleine PowerPoint-Präsentation. Nichts mittendrin. Nichts Aufwendiges, sondern einfach mal ein Foto angehalten. Also ich habe jetzt nicht das ganze Video hier, wie das in der Videoanalyse abläuft, sondern im Endeffekt geht man in Zeitlupe in das Video durch und sucht halt die Positionen, die entscheidend sind, um einem Athleten zu zeigen, was eben nicht so ideal ist. Und das ist hier an der Stelle, also typisch oder Fehler 1, den ich jetzt habe, ist, dass eben mit einem gestreckten Arm unter Wasser gezogen wird. Das könnt ihr jetzt hier ganz gut sehen. Also ich habe das hier mal sichtbar gemacht mit einer Analyse-Software. Haben wir hier den Oberarm, ungefähr wo der Kreis ist, der Ellenbogen und hier den Unterarm. Und der macht jetzt auch den Winkel sichtbar, das Programm. Also haben mit 130 Grad einen ziemlich offenen Winkel. Das sollte idealerweise anders aussehen. Das Problem an dieser Position oder an diesem gestreckten Arm sind verschiedene Dinge. Ich habe jetzt hier natürlich die Position erwischt, wo die Hand ungefähr schon auf Schulterhöhe ist, also im Armzug, wenn ich jetzt hier Zug mache, bin auf Schulterhöhe etwa, sehe also nicht, was vorher passiert, da können auch schon Fehler passieren und es ist auch eine ganz sichere Annahme, dass der Fehler eben nicht hier schon passiert, sondern dass vorher das Anstellen fehlt, also dass man nicht den Ellenbogen oben lässt und den Unterarm senkrecht stellt, möglichst früh schon vor der Schulter, um eben eine ideale Position einzunehmen. Das wird mit Sicherheit fehlen. Stattdessen sinkt der Arm gestreckt ab. Das heißt, ich habe wenig Kraftentwicklung, die an der Stelle Vortrieb erzeugt, weil ich ja mit dem Arm, wenn überhaupt, nach unten drücke. Ja, also die Kraft geht nach unten weg, nicht nach hinten. Das heißt, der Weg vor der Schulter ist verloren. Und ab dem Punkt ungefähr Höhe der Schulter, vielleicht ein paar Zentimeter davor und danach, mit diesem langen Hebelarm, kann ich natürlich jetzt Vortrieb erzeugen. Aber es ist viel schwieriger, diesen langen Hebel zu beschleunigen, effizient Kraft zu entwickeln. Ja, das ist das eine. Also wenn ich jetzt nicht super kräftig bin, sondern ein normaler Schwimmer,
der jetzt nicht irgendwie aus dem Kraftsport zum Beispiel kommt und solche großen Hebel vielleicht auch ganz gut bedienen kann, dann werde ich nicht so viel Kraft erzeugen können, weil einfach der Hebel zu groß ist. Und ich erzeuge vor allem halt auch Druck hier in der Schulter durch diesen langen Hebel. Und das ist einer der Gründe, warum es häufig auch zu Schulterproblemen kommen kann, gerade bei Einsteigern oder Späteinsteigern, die eben nicht schon früh schwimmen gelernt haben. Also wenn die Technik nicht optimal ist, dann kann das passieren. Ja, wie sollte das idealerweise aussehen? Das wäre jetzt Bild Nummer 2, also ungefähr 90 Grad Winkel im Ellenbogengelenk. Das heißt, dasselbe Bild wie vorher. Ich habe einfach nur den Hebel oder diesen Winkel einmal in der Simulation ein bisschen verändert. Das heißt, der Oberarm ist schon an der Stelle okay von der Führung, also ungefähr 45 Grad Winkel von der Schulter weg. Hier ist der Ellenbogen, aber dann sollte der Arm nicht gestreckt geführt werden. Ich mache das jetzt mal hier nicht gestreckt, sondern der sollte so ein bisschen mehr rein zum Körper kommen, dass der Winkel hier kleiner wird, also ungefähr 90 Grad Winkel. Dann habe ich biomechanisch ideale Hebelvoraussetzungen, um eben Kraft ins Wasser zu bringen und vor allem aber auch, um den Arm vernünftig beschleunigen zu können. Weil dadurch, dass jetzt der Hebelarm hier, also die Strecke, kürzer wird, kann ich natürlich den Arm leichter gegen den Wasserwiderstand beschleunigen und kriege damit eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit hin und damit halt auch mehr Kraft ins Wasser. Ja, also typischer Fehler, gestreckter Arm. Was man dagegen machen kann, ist relativ einfach. Ihr versucht, den Arm einfach ein bisschen mehr reinzunehmen, die Hand unter den Körper bewusst, also nicht mit einem langen Arm ziehen, sondern einfach ein bisschen rein. Also es ist ein bewusstes Umstellen an der Stelle. Es hilft aber auch natürlich Übungen, was wir dann nochmal sehen, wenn es gleich um das Anstellen geht, also um den ersten Teil der Zugphase, wie Hundekraul oder auch mal Übungen wie Scheibenwischer, die eigentlich fürs Wassergefühl da sind, die aber auch eben ein Gefühl für die Winkel, für die Hebel unter Wasser haben, wenn ihr jetzt die Arme rein und raus bewegt, dass ihr einfach mal merkt, dass es da verschiedene Armstellungen gibt. Und ja, wie gesagt, die Hand darf seitlich geführt werden, also der Arm kann auch hier hin und dann die Hand in der Position, ist aber, erfordert mehr Schulterbeweglichkeit, deswegen ist es für die Einsteiger leichter, wenn man die Hand eben unter den Körper nimmt, aber bitte auf derselben Körperseite bleiben, also jetzt nicht hier mit der Hand rein und übergreifen lassen, dass hier die Hand darüber geht, dann wird auf der Hebel zu klein, dann kann man zwar schneller beschleunigen, aber dann kriegt man eben auch weniger Kraft ins Wasser. Also das wäre der erste typische Fehler, den ich immer wieder zu sehen bekomme. Die Fehler sind jetzt übrigens in beliebiger Reihenfolge. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die häufigsten sind oder die gravierendsten oder so, sondern es sind einfach typische Dinge, die mir auffallen, die ich einfach in dieser Präsentation mal hintereinander zusammengefasst habe. Also der nächste typische Fehler, ein ganz großes Problem ist für viele das Thema Atmung. Im Lernprozess baut man das hinten ein, weil das einfach eine schwierige Sache ist. Man muss ja vier Gliedmaßen koordinieren beim Kraulen, also beide Arme, beide Beine irgendwie, die bewegen sich. Man muss auf die Kopfhaltung, muss auf die Körperspannung und so weiter achten. Also schon eine ganze Menge Dinge, die Aufmerksamkeit erfordern. Und wenn ich dann noch überlege, wie drehe ich jetzt den Kopf aus dem Wasser, um wieder Luft zu bekommen? Ja, wenn ich laufen gehe, wenn ich Rad fahre, dann kann ich ganz normal atmen, muss mir über die Atmung erstmal keine Gedanken machen. Kann ich, muss ich aber nicht. Beim Schwimmen ist das anders. Wenn ich da nicht drüber nachdenke, wie ich Luft bekomme und das noch nicht automatisiert habe, dann schwimme ich halt vielleicht erstmal ein paar Meter ohne Atmung. Ist zum Erlernen der Bewegung auch nicht verkehrt. Aber irgendwann wird die Atemnot so groß, dass meine Konzentration schwindet und ich dann nur noch drüber nachdenke, wann kriege ich wieder Luft. Und das ist eben nicht so ideal. Also ein typischer Fehler, wie gesagt, hängt generell mit dem Thema Atmung zusammen. Und was man hier in dem Bild schön sehen kann, ist, dass der Kopf zu viel gedreht wird. Ja, also es wird vor allem, der Fehler ist halt, dass man den Kopf dreht, meistens so eine ganz schnelle Bewegung. Also ich habe die ganze Zeit eine neutrale Position, kraule jetzt mit meinem Arm und will dann Luft holen und dann drehe ich den Kopf so ruckartig rüber, um Luft zu kriegen. Wenn ich den jetzt aber nur so halb drehe, dann habe ich das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft. Also drehen die meisten den Kopf so weit, dass sie bis an die Decke gucken können, also wie das hier in dem Bild zu sehen ist. Und dieses schnelle Drehen
sorgt halt dafür, dass sehr viel Rotationsgeschwindigkeit da ist. Und damit wird die ganze Wasserlage instabil. Das heißt, ein gewisses Maß an Rotation um die Längsachse hier, ja, Längsachse, ist sicherlich sinnvoll, wenn man lange Strecken schwimmen will. Aber zu viel Rotation ist eben auch nicht gut. Vor allem, wenn man diesen Rotationsimpuls, den man durch die schnelle Kopfdrehung einleitet, nicht bremst, dann würde man überrotieren oder vielleicht sogar sich auf den Rücken drehen. Ja, also der Impuls reicht ja beim Turmspringen zum Beispiel, um Schraubenseite zu machen, ja, dass man hier den Kopf eben ein bisschen schneller nicht nur in diese Kippbewegung macht, also ein Salto macht man, indem man den Kopf einrollt oder einen Purzelbaum, und ein Schraubensalto macht man, indem man den auch noch seitlich dreht. Ja, dieser Impuls, der über den Kopf eingeleitet wird, führt zu diesen immensen Schraubensalti, Mehrfachgeschichten. Ja, ihr könnt euch also vorstellen, da ist ein ganz großer Drehimpuls da. Und wie man das hier sehen kann, unterbricht der Körper den, indem er zum Beispiel die Beine hinten spreizt. Also macht eine Scherbewegung mit den Beinen, um diese Rotation zu bremsen und dann wieder zurückzukommen. Und bremsen ist genau das Stichwort an der Stelle. Also Fehler bei der Atmung führen in der Regel dazu, dass die Bewegungsgeschwindigkeit unterbrochen wird, also aus dem Gleiten raus, dass man fast zum Stehen kommt, je nachdem, wie gravierend der Fehler beim Schwimmen oder beim Atmen ist, und man sich mit viel Energie wieder anstoßen muss. Idealerweise versuche ich immer, ein gewisses Maß an Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, dass ich im Flow bleibe. Also könnt ihr euch vorstellen, wie im Ampelverkehr bei grüner Welle mit wenig Energie immer im Fluss bleiben, ist besser, als wenn ich auf die rote Ampel zurase, dann anhalte und mein Auto aus dem Stand wieder beschleunigen muss. Und so passiert das eben auch bei der Atmung. Das einmal zu viel Rotation und das andere ist eben ein Anheben des Kopfes, um den Kopf möglichst lange aus dem Wasser zu halten. Das wird häufig noch mit einem nach unten Drücken des Armes begleitet, dass man eben versucht, den Kopf rauszuheben aus dem Wasser. Und das führt dazu, dass die Beine stark absinken und ich einen großen Bremsimpuls letztendlich generiere. Wie geht's richtig? Da kann man eine Serie machen mit nur Beine, mit einem Pullkick zum Beispiel, dass man einfach sich antrainiert, dass die Atmung mit der Rotation folgt. Also im Moment, wo ich jetzt hier in der Längsachse drehe, bleibt der Kopf aber erstmal in der Position. Also ich drehe nicht den Kopf aus dem Wasser und der Körper bleibt flach liegen, sondern ich drehe in der Längsachse. Na, die Hand bleibt gerade liegen, aber die Schulterachse verdreht sich eventuell bis in die Hüfte rein. Gewisses Maß, nicht überrotieren. Ja? Und mit der Rotation habe ich den Kopf schon fast aus dem Wasser gedreht. Das heißt, ich kann den sehr flach halten und rotiere den Kopf leicht raus, habe also wenig Halsbewegung. Und wichtig ist, ein Brillenglas und die Hälfte des Gesichts bleibt im Wasser, also unter Wasser. Nur das andere Brillenglas bleibt raus. Und mit dem Brillenglas gucke ich flach über das Wasser zum Beckenrand. Und dann habe ich sichergestellt, dass ich den Kopf flach im Wasser habe und nicht anhebe, wenn ihr wisst, was ich meine. Also das ist ein typischer Fehler, den man immer wieder zu sehen bekommt. Kommen wir zur Armbewegung unter Wasser. Abfallender Ellenbogen habe ich den Fehler genannt. Also das ist im Prinzip das, was ich eben schon angedeutet habe. Also dass, wenn man mit einem gestreckten Arm zieht, dass eben in der Armbewegung etwas fehlt. Und das ist eben das sogenannte Wasserfassen, also einen möglichst frühen, senkrecht stehenden oder vertikalen Unterarm ist das Ziel. Das ist der erste Schritt in der Armbewegung. Also ich tauche ein mit der Hand, gehe mit dem Arm in die Streckphase oder in die Gleitphase rein, der Arm ist lang und jetzt will ich den Unterarm senkrecht stellen. Das heißt, die Hand taucht ab, der Ellenbogen bleibt aber in einer hohen Position. Und dann steht jetzt hier, wenn ich das mal so zeige, der Unterarm senkrecht. Und jetzt kann ich mit dem Unterarm, mit der Hand Kraft nach hinten ins Wasser übertragen, um mich nach vorne zu beschleunigen. Die Phase passiert ohne viel Kraft und ohne viel Geschwindigkeit anstellen. Und erst dann wird der Arm beschleunigt, wenn der in Position gebracht ist. Und das möglichst früh. Und um das zu verdeutlichen, habe ich euch hier mal eine Linie eingezeichnet von der Schulter zur Hand. Wenn der Ellenbogen, die Hand ist ja noch vor der Schulter, unterhalb der Linie ist, dann heißt das, der Ellenbogen ist abgefallen. Der Ellenbogen müsste eigentlich oberhalb der Linie sein. Ja, also nicht nach unten der Ellenbogen, sondern nach oben muss der Ellenbogen.
Und dafür müsst ihr in der Schulter eine Innenrotation machen. Also die Schulter gewissermaßen zum Kinn bringen, damit der Ellenbogen nach oben zeigt und die Hand nach unten abklappen kann. Arbeite ich nicht aus der Schulter heraus, funktioniert das nicht, weil der Ellenbogen zeigt dann zur Seite, dann kann ich zwar mit dem Arm nach innen ausweichen, aber der Ellenbogen wird mir abfallen und nicht in der richtigen Position bleiben. Ja, also das ist ganz entscheidend. Das passiert hier in der Schulter. Übungen, um das zu trainieren, ist zum Beispiel das Hundekraul. Das heißt, ich schwimme, könnte das auch abwechselnd machen, immer nur hier vorne, ähnlich wie ein Hund. Das heißt, Hundekraul ist aber nicht wirklich rumplanschen wie ein Hund. Ja. Also hier die Übung, der Arm anstellen, Ellenbogen ist oben, Hand ist unten. Wieder nach vorne, dann der andere Arm. Könnt das mit einem Pullkick machen, am besten auch mit einem Schnorchel, dass ihr euch wirklich auf die Bewegung konzentrieren könnt. Immer wieder hier, Schulter geht rein, Ellenbogen geht hoch, Hand klappt ab und sobald die in Position ist, gehe ich wieder zurück. Nachher, wenn man das ein bisschen ja, besser beherrscht, dann kann man das auch abwechselnd machen. Aber ich würde es am Anfang wirklich wie beim Abschlagschwimmen machen, einen Arm nach dem anderen, dass ihr euch auf einen Arm immer konzentriert und das richtig macht. Und dann in der Umsetzung versucht beim Kraulschwimmen erstmal dieses Anstellen hinzubekommen, na, früher vertikaler Unterarm und dann erst Druck und Geschwindigkeit ins Wasser bringen. Also Fehler Nummer 3. Fehler Nummer 4 ist dann in der Endphase der Armbewegung unter Wasser, in der Druckphase. Hab jetzt hier, mir geht es hier nicht um den Winkel, der wird automatisch von dieser Software berechnet, sondern mir geht es darum, euch zu zeigen, wie jetzt hier die Position aussieht. Wenn der Schwimmer jetzt den Arm strecken würde, wäre das gar nicht so falsch. Ja? Also klar, der Ellenbogen ist hier schon aus dem Wasser. Daran erkennt man eigentlich, dass der im Endeffekt schon in der Rückführung ist. Also ist jetzt fehlt natürlich das Video als Zusammenhang, damit ihr die Bewegung ganz sehen könnt. Im Prinzip möchte ich den Arm nach dem Anstellen nach hinten führen. Also ich habe erstmal die Zugphase, ich ziehe hier und dann ziehe ich auch mit dem Oberarm, bringe den Oberarm rein, als ob ich so einen Ballon zusammenpressen will. Und dann in der weiteren Rotation kommt der Arm rein in diese Position wie beim Entenpaddeln. Kennt ihr vielleicht die Technikübung? Und jetzt wird der Arm nach hinten gestreckt. Ja, und der wird die ganze Zeit beschleunigt und hier wird er richtig schnell, die Hand. Und genau das fehlt. Das heißt, wir haben hier das, der Arm geht dahin und wird dann aber schon wieder nach vorne geführt, weil nämlich das Strecken hinten anstrengend ist. Ja, wenn man die Hand beschleunigen will, braucht man Kraftausdauer und da brechen viele Schwimmer ab. Oder wie man an der Stelle auch sehen kann, bleiben dann nicht mit der Handfläche im Druck nach hinten, sondern drehen die Handfläche weg und schneiden durchs Wasser. Ja, also es wird komplett vermieden von diesem Athleten her, Druck aufzubauen, den Arm zu strecken komplett. Also wichtig ist, der Armzug oder die Armbewegung unter Wasser ist erst dann beendet, wenn der Arm fast vollständig gestreckt ist, und zwar unter Wasser. Ja? Und dann erst wird der Arm zurückgeführt. Also das kann man sich abtrainieren, indem man zum Beispiel Entenpaddeln macht, also die Arme ran und immer hier die Druckphase separat trainieren, nur aus dem Trizeps heraus arbeiten, jetzt nicht aus dem ganzen Körper, sondern wirklich Armstreckung trainieren. Das ist eine wichtige Übung oder dass man zum Beispiel mit dem Daumen bis an den Oberschenkel, bis fast ans Knie rangeht, also den berühren oder die Handflächen an den Oberschenkel legen oder Abschlag hinten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man trainieren kann, dass man sich angewöhnt, dass der Arm wirklich komplett gestreckt wird, bevor man weitergeht. Fehler Nummer 5, übergreifen. Das passiert auch häufig. Meistens, wenn man eben nicht den Arm locker nach vorne führt, also nicht genug die Schulter aus dem Wasser bringt, dass man den Arm locker nach vorne schwingen kann und dann parallel auf Schulterhöhe eintaucht und auch gerade nach vorne streckt, sondern wenn die Schulter zu flach im Wasser ist und der Arm so seitlich nach vorne geschwungen wird, also dann habe ich hier von außen schon Rotation, der Arm taucht ein und ich nehme in der Streckung den Arm mit. Meistens hängt das auch noch mit der Atmung zusammen, dass man dann den Kopf dreht. Und dann habe ich eben das, was ich hier sehen kann. Die Hand wird nicht gerade auf Schulterhöhe nach vorne geführt, sondern übergreift die Körpermitte. Ja, es symbolisiert die gelbe Linie.
Und das führt dann dazu, dass im Weiteren hier mehr oder weniger stark ausgeprägt die Hüfte nach außen ausbricht und damit Wasserwiderstand produziert, weil sie sich eben aus der stromlinienförmigen Position heraus bewegt. Ja, das ist ein typischer Fehler. Das kann man korrigieren, indem man versucht, eben bewusst breit zu schwimmen. Man kann mal übertreiben und dann mal sagen, ich versuche mal, so dass ich es anfühle, als ob ich ein V ins Wasser mache. Ja? Also das wirklich breit reingreife. Oder dass ihr mal auf die Hände achtet, also wenn die Hände eintaucht und der Daumen zeigt eher nach innen, ist die Tendenz, dass man in der Streckung dann nach innen weggeht. Zeigt der Daumen nach vorne, ist eher die Tendenz, dass ich in die Breite gehe. Also wenn ich eintauche, mal den Daumen zur Führung nutzen, dass er in die Breite kommt. Das ist also dieses auch Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Häufig denkt man, man macht das schon richtig und es fühlt sich gut an. Man merkt gar nicht, wie man sich reindreht. Und das muss man eben aufbrechen und versuchen, dahin zu kommen. Das heißt, es fühlt sich, wenn es sich anfühlt, als ob ich ganz breit schwimme, bin ich vielleicht da, wo ich hin soll. Manchmal aber auch reicht das noch nicht. Ja, also das ist ein ganz typischer Fehler. Wenn man das korrigiert, führt halt dazu, dass man stabiler im Wasser liegt und nicht so viel hintenrum schlingert, ja, wie so ein ja, lebloser Fisch, möchte ich mal sagen. Okay, letzter Fehler, absinkende Beine, ist eigentlich ein Klassiker, vor allem bei Männern ist das sehr häufig ein Problem, einfach, dass die Wasserlage nicht ideal eingenommen werden kann. Ja, woran liegt das? Es sind einfach Kräfte, die auf den Körper einwirken. Wir haben einmal natürlich die Schwerkraft, die uns nach unten zieht, aber wir haben gleichzeitig den Auftrieb, der uns eben im Wasser die Möglichkeit gibt, zu schwimmen. Das Problem ist, dass eben unser Körper unterschiedlich gute Auftriebseigenschaften hat. Der Oberkörper hier mit der Lunge ist luftgefüllt und damit hat eine geringere Dichte als Wasser und damit auch sehr gute Auftriebseigenschaften. Die Beine haben in etwa dieselbe Dichte wie Wasser, also auch noch Schwimmeigenschaften, ja, aber nicht mehr so gute. Und diese Ungleichverteilung sorgt eben dafür, dass der Körperschwerpunkt sitzt irgendwo im Bereich der Hüfte, die Schwerkraft uns hier Körperschwerpunkt nach unten zieht, aber der Auftrieb eben am Volumenmittelpunkt ansetzt, der ist eher so im Bereich Brustbein, also hier nach oben drückt. Da haben wir also hier eine Kraft, die nach unten zieht, etwas weiter hier oben am Oberkörper eine Kraft, die nach oben drückt. Zwei gegenläufige Kräfte, die versuchen sich auszugleichen. Ich kriege also Rotation, die Beine sinken ab, der Oberkörper richtet sich im Wasser leicht auf und ich habe so eine schräge Position im Wasser. Ja, also wenn ich nichts mache, hänge ich wie so ein schlaffer Sack im Wasser. Und das passiert halt, wenn man sich dem nicht bewusst ist. Und eine gute Übung, um das auszugleichen, ist eben den Kopf und die Brust ins Wasser reinzudrücken. Wenn ich vorne reindrücke und den Po anspanne, dann kriege ich die Beine in eine gute Position, relativ passiv. Das heißt, beim Schwimmen Kopf neutral halten, eher so ein Doppelkinn machen, Blick nach unten zum Beckenboden und versuchen, den Kopf reinzudrücken. Meine Top-Übung, um das zu korrigieren, ist Kraulbeine in Seitlage. Da kann man ausprobieren, mit der Hand spielen, welchen Einfluss nimmt die Hand, wenn ich die nach oben, nach unten führe, wie wirkt sich das auf die Hüfte, auf die Wasserlage aus? Und das dann übertragen in Abschlagschwimmen mit dem Versuch, eben auch trotz der langen Gleitphase möglichst an der Wasseroberfläche zu bleiben und nicht mit den Beinen abzusinken. Also das Rezept ist nicht mehr Beinschlag und härterer Beinschlag, weil das verbraucht sehr viel Sauerstoff und sehr viel Energie und dann bin ich eben nach einer halben Bahn schon alle, sondern das Rezept muss sein, durch eine passive, gute Körperhaltung, durch Körperspannung und durch das richtige, ja, Austarieren im Wasser eben eine gute Wasserlage einzunehmen. Ja, das sind meine typischen Fehler beim Schwimmen, die ich in Videoanalysen immer wieder zu sehen bekomme. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, habe den einen oder anderen Fehler vielleicht auch angesprochen, der bei euch vorkommt oder über den ihr euch vielleicht auch noch gar nicht bewusst seid und habe vielleicht auch zeigen können, was man dagegen machen kann. Also, wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt gerne die Videos, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen möchtet von mir, dann schreibt mich gerne an, am besten über Facebook und dann ja, versuche ich zeitnah zu antworten und je nachdem, was ihr für ein Thema habt, gibt es dann vielleicht auch ein Video dazu. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.